Hab einen genockt. Ach. Ja, zwei. Du hast einen was? Ich schmeiß schon weg, scheißegal. Wir müssen laufen in die Border. Oh, scheiße. Die Leute, die zuschauen, müssen so denken. Die denken, fuck ist. Nein! Die denken, verdammt, ist der blöd. Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Fortnite Battle Royale zusammen mit dem lieben Fix. Hello! Hey! Und wir spielen heute die No English Words Challenge. Das bedeutet, wir dürfen keine englischen Wörter mehr sagen. Oh, was? Ich bin fast tot! Oh mein Gott, wieso? Ich bin noch nicht mehr gelandet. Ist jemand abgeschossen? Ja, in der Luft! Zwei Gegner. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich erkläre es gleich. Wir werden sterben. Okay, warte, ich töte schnell beide und dann... Oh Gott. Oh nein, der hat mich. Ah, wir sind tot, wir können safe nochmal. Bist du? Ja. Klar, krieg ich ihn. Gut gespielt. Auf jeden Fall, Leute. Wir spielen die No English Words Challenge. Das bedeutet, ab jetzt dürfen wir keine englischen Wörter mehr sagen. Sobald wir ein englisches Wort in den Mund nehmen, müssen wir eine Waffe aus unserem Inventar herausschmeißen. Und ja, Inventar ist ein deutsches Wort. Wir haben das ja schon mal ein bisschen geübt. Sehr gut, sehr gut. Allerdings werden wir sicherlich irgendwie mal ein englisches Wort sagen. Ihr könnt es ja gerne reinschreiben, wenn wir gefailt haben und es nicht bemerkt haben. Es wird sicher... Nein! Gefailt haben. Okay, ja, was soll ich das? Jetzt machen wir. Du darfst es wiederholen. Ah. Okay, ich bin... Ja, du bist. Sehr intelligent und werfe einfach eine Bandage raus. Nein, 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 du musst, wenn, dann schon das alles? Ganze... Ja, okay. Ja, das zählt als komplettes Item. Das Item. Ja, du hast es vor allen Dingen zweimal gemacht. Egal, ich habe eine gute Waffe gefunden. Ich muss einfach... Oh Gott. Also, okay, ich merk schon... Darfst du nicht nehmen, die habe ich weg. Ja, man muss einfach so viele Sachen aufsammeln, wie nur irgendwie möglich, damit man viel wegwerfen kann. Jedes Wort, was Englisch ist, müssen wir, wenn wir das sagen, müssen wir halt eine Waffe oder ein Objekt aus dem Inventar werfen. Meine Damen und Herren, falls Sie noch keinen Daumen nach oben da gelassen haben, lasst gerne einen Daumen nach oben da, dann machen wir bestimmt nochmal diese Herausforderung. Oh, ja, okay, man muss einfach nur... Die habe ich rausgeschmissen. Was wollte ich gerade sagen? Ich glaube, das war deine. Man muss einfach nur im Kopf behalten, dass man das keine nicht englischen Wörter sagen darf. Außerdem, aber Leute, haben wir natürlich auch für Fix das Ganze nochmal aufgenommen. Also, wenn ihr Bock habt auf die zweite Runde, wir machen das mehrmals, zweimal, auch auf Fix-Kanal, schaut unbedingt dann auch das Video von Fix an. Ist natürlich in der Endcard verlinkt. Nein, Endcard! Ich habe keine Item! Nein! Bist du das? Hast du keine Waffe? Ich hab noch eine Waffe. Ich würde zweimal, aber ich würde gerne den kleinen Schild reinbringen, aber ich darf. Ich wollte ihn dir auch bringen. Also, man denkt, das ist so einfach, aber man sagt unterbewusst so viele englische Wörter. Ja. Oh mein Gott, ey. Tust du das? Leider. Was ist dein Lieblings-englisches Wort? Das ist, ja, das sage ich dir jetzt leider nicht. Weil dann darf ich die letzte Waffe aus meinem Inventar herauswerfen. Okay, okay. Vor allen Dingen im Stress, oder wenn man halt so im Redefluss ist. Ja, vor allem wenn man im Redefluss ist. Wir brauchen unbedingt ein paar Waffen. Oh mein Gott, wo haben die geschossen? Hallo. Oh. Ah, ja, Denas Haus. Ja. Das ist so krass, wie sich Denas Haus etabliert hat. Auf dem Denas Haus. Oh nein. Glaubst du, Dena weiß es, dass das Haus nach ihm benannt worden ist? Oh, neben dem Schlüsselhaus, hab ihn. Sehr schön. Ich geh drauf, ich geh drauf. Okay. Hat einen Treffer im Kopf. Noch ein, zwei. Ich muss mal schauen, dass ich nicht das englische Wort für Treffer sage. Ich auch. Er ist runtergefallen. Unter dir, ja. Ich hab ihm einen Kopfschuss gegeben. Kopfschuss! Er fällt gleich runter. Ich muss nur die Wand kaputt schießen. Vorsicht. In der Luft. Sehr schön. Oh, endlich wieder Sachen
zum Kämpfen und rauswerfen. Man will gar nichts sagen, weil man die ganze Zeit Angst hat, dass man irgendwie so ein... Aus Versehen was Falsches sagt. Ja. Hier ist ich habe noch eine Kiste. Handkanone für dich, wenn du magst. Stimmt, also das Einzige, was wir auf Englisch sagen dürfen, ist, oder sind die Namen der Orte. Leute, also das hatten letztes Mal welche in die Kommentare geschrieben, habe ich gesehen. Bitte, die haben geschrieben, ihr habt Loot Lake gesagt. So, das ist das Einzige, was wir sagen dürfen. Wirklich? Ja. Okay. Die Eigennamen. Eigennamen. Der. Eigennamen. Genau. Aber ich würde sagen, die Waffen müssen wir trotzdem. Genau, weil das ist ja. Es ist zwar ein Eigenname im Game. Nein! Es ist zwar ein Eigenname im Spiel. Ich muss aber so aufpassen. Aber? Es ist ja auch ein in Wirklichkeit existierendes Objekt. What the fuck? Man sagt so dumme Sachen. Nein! Ich wurde abgeschossen. Man sagt richtig dumme Sachen, ey. Man versucht man kommt nicht auf die richtigen deutschen Wörter. Und dann versucht man irgendwie drum herum zu reden. Irgendwie so ein dummes Kackwort, weil ich so halb deutsch, halb englisch ist. Ich hab ihn getroffen. Aber, oh nein, wo? Wo sind die? Im Westen. Oh, das war knapp. Die laufen zu sehen. Zeig dich. Oh, ich darf unbedingt, ich darf nichts sagen. Ja. Weil ich hab nur die Waffen und ich brauch die Waffen. Einer ist oben links. Ich hab noch Granaten. Ich werf mal eine. Oh, ich bin getroffen. Bin getroffen? Ja. Oh mein Gott, sehr nice. Nein, verdammt! Du bist so doof. Oh. Wie man das aus Versehen immer sagt. Im Kampf ist am schlimmsten. Boah, Kopfschuss. 97. Okay. Lass uns drauf gehen. Vorsicht, Handkanonenschüsse. Ich habe den einen. Nochmal Treffer. 60 da. Nee, du hast ihn. Sehr schön. Pow. Gut gespielt, Jungs. Gut gespielt. Jungs? Jungs? Ja, nee, ich meine so, warum Jungs? Ja, weil... Weil mir kein anderes Wort eingefallen ist. Ich habe noch ein paar Bandagen. Hast du... Munition? Ja. Irgendwas? Sehr Sturmgewehr? Tatsächlich eigentlich auch. Bräuchte ich ein bisschen Rotflinte auch? Ein paar Bandagen, wenn du welche hast. Nope, sorry. Oh mein Gott, bin ich dumm. Das sind zwei Wörter jetzt, oder? Aber nein, das erste, das ist kein englisches Wort. Oder? Okay. Das ist sowas wie yo. Dann schmeiß ich das raus, so okay? Das ist so Slang. Nein, das war mein englisches Wort. Oh, wir sind so dumm. Aber da hinten, ich muss mich beeilen, weil... Oh ne, ich... Weil die Zone kommt. Ja, ich... Flucht vor dem Sturm. Ich renne jetzt einfach. Let's go. Oh. Oh mein Gott. Das waren zwei. Schmeiß einmal das weg. Und einmal das weg. Oh mein Gott, Recipe. Nein! Ich hab keine Waffen mehr. Ich hab keine Waffen mehr. Es ist so nein. Dumm. Bitte hör auf zu labern. Ich sag gar nichts mehr. Ja toll, mit was soll ich denn jetzt kämpfen? Oh, da ist ein Gegner im Norden. Wollen wir über den See drüber? Ja. Oh mein Gott, hier sind Waffen. Hast du wirklich gar keine mehr? Ich hatte gar nichts mehr. Oh, hier ist sogar auch eine Schrotflinte. Oh mein Gott. Bitte sag jetzt kein englisches Wort. Was denn zum Beispiel ist Englisch? Ich kenne mich da nicht so gut aus, ich kann kein Englisch. Backfisch vielleicht? Oder Marmeladenkäsefurz? What the fuck, ich weiß. Nein! Das waren drei! Ey, das ist nicht mein Ernst, ne? Das waren drei!
Jetzt habe ich wieder nur noch eine Waffe. Bitte, Fix, ich möchte gewinnen. Bitte hör auf zu reden. Ja, ich höre schon auf. Tut mir leid. Nein, du musst ja reden, aber... Ich sag einfach nur noch Hi. Okay. Ah, oh mein Gott. Ich habe nur noch... Da, Gegner. Nordosten, wollen wir schießen? Ich brauche Waffen. Ja, ich gehe mal drauf. Oh mein Gott. Jemand schießt auf mich aus der Mitte vom See. Hinter der Wand. Soll ich gegen die hier kämpfen? Oh nein. Nein, nein, kämpf nicht gegen die. Okay. Der muss gleich flüchten aus dem Sturm. Oh mein Gott, ich bin auch im Sturm. Oh nein, jetzt hast du gegen die gekämpft, oder was? Nein, nein, die haben mich schon gesehen. Wir müssen von hinten aufpassen. Vor allem, ich muss aufpassen. Oh mein Gott. Oje, das sieht nicht gut aus. Hab zwei Treffer auf den einen. Ein auf den anderen. Angst von hinten angegriffen zu werden. Noch nicht? Nein! Oh mein Gott. Hilf die weg? Ja, ich brauch die Waffe. Ich helf die hier weg. Die hinter mir machen mir noch Angst. Hinter mir! Oh nein, oder hast du gerade gebaut? Glaube ich gebaut. Wir müssen drauf gehen. Ja, ich hab die beiden jetzt schon ganz gut getroffen. Ich hab keine Materialien mehr. Wo sind die hin? Die sind verschwunden. Die sind weggerannt, die sind beim Baum. Ich hab keine Materialien mehr. Okay. Du musst für mich bauen. Die sind da unten. Die schießen es leider sehr schnell kaputt. Eingetroffen. Hab einen genockt. Oh, ja, zwei. Du hast einen was? Ich schmeiß schon weg, scheißegal. Einmal Waffe. Okay, okay. Oh mein Gott. Okay, ich hab ein Lagerfeuer. Guck mal hier, das hier gebe ich dir. Und Heilung. Was denn? Ich hab ein paar Tränke hingelegt. Sehr gut. Komm zu mir. Wir machen ein Lagerfeuer, oder? Ah nee, wir müssen laufen in die Border. Oh, scheiße. Nicht was? Ja, ich schmeiß das weg. Hast du Materialien für mich? Die Leute, die zuschauen, müssen so denken. Die denken, fuck ist. Nein! Oh. Die denken, verdammt, ist der blöd. Der kann ja gar kein Deutsch und Englisch auseinanderhalten. Oh mein Gott. Und sonst? Hab ihn. Sehr schön. Oh, ich kann seine Sachen nicht holen. Kannst du mir Materialien fallen lassen, bitte? Ja, ich geb dir mal die Hälfte von all meinen. Ja, es ist nicht viel. Vielen Dank, vielen Dank. Dann hast du so 150 vielleicht. Ja, ich habe auch schon ein bisschen Holz von denen aufgesammelt gehabt. Okay. Aber ich baue ja bekanntlicherweise eh mehr als du. Ich liebe dieses Format. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, wir müssen eigentlich so einen Zähler einfügen. Der zeigt, wie oft wir uns versprochen haben. Ich glaube, ich habe locker ja schon. Ich glaube, du liegst vorne. Wörter. Auf jeden Fall liege ich vorne. Bin der keine englischen Wörter Herausforderung Profi, Mensch. Da vorne ist ein Luftballon. Ein Wollen wir den holen? Ich habe auch noch ein Lagerfeuer, womit wir uns ein bisschen Leben machen können. Das hört sich sehr schön an. Ja, lass den Luftballon holen. Vielleicht haben wir noch ein paar Waffen. Luftballon, ich komme. Oder Schildis. Oh, da ist jemand mit dem Fallschirm hingeflogen. Ja, ich sehe zwei Leute mit dem Fallschirm. Er hat sogar einen roten Regenschirm. Das bedeutet, er hat schon mal eine Runde gewonnen. Wir müssen nah ran. Ich für die Schrotflinte. Lauf mal hier kurz hoch. Oh, die gehen weg. Läuft. Zwei Treffer, drei Treffer, vier Treffer. Ab den einen? Ja, der war richtig losch. Sehr gut. Niedergestreckt. Low. Ah. Links ist noch eine Festung. Hier unten, er ist genau unter dir. Oh. Er ist rausgelaufen. Oh mein Gott.
Ich hab den großen Treffer bekommen. Oh, er hat mich. Vorsicht, Chris. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich hab den großen Treffer bekommen. Ich war gerade so konzentriert. Ich wollte jetzt einfach nur nicht sterben. Wir gewinnen das. Es sind nur noch vier Gegner. Okay. Vor allen Dingen, ich habe eben gesagt, dass er wenig... Lagerfeuer? Komm, spring. Ja. Nee, ich würde erst kurz die Gegner... Ich will mir erst kurz die Sachen hier holen. Was haben die für Sachen? Ziemlich gute. Hast du was weggeworfen für dein wenig Leben? Ja, habe ich. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Das macht sehr viel Spaß. Verdammte Kacke, ey. Oh. Liegen noch kleine Schildtränke, wenn du magst. Ich habe einen... Ich habe einen goldenen Raketenwerfer, eine lilanes Gewehr, Scharfschützengewehr. Ich habe zwei Raketen für deinen Raketenwerfer. Okay, hast du das? Ja. Hier liegen noch Tränke. Kann ich nicht mitnehmen. Und da unten liegen auch noch kleine Tränke. Wir müssen uns halt sehr beeilen. Kleiner. Das Lagerfeuer willst du doch nicht? Wieso müssen wir uns beeilen? Oh, oh, oh. Norden? Ja. Oh, beweg dich doch nicht. Ja, meine gute Position. Oh Gott, ich spreche wie so ein Vollidiot. Ich habe ein bisschen Angst, dass es hinter uns noch. Ich lock sie ein bisschen raus. Hab einen getroffen. Mit 53 Schaden. Ich frage mich, wo das letzte gegnerische... die letzte gegnerische Gruppe ist. Ist das ein englisches Wort? Eigentlich. Ich weiß es nicht. Oh nein! Ich werde von hinten abgeschossen. Ich habe gut Schaden erlitten. Wir werden in Formationen attackiert. Ich helfe dir. Von wo hinten? Richtung Süden. Von dem Turm da oben? Ja. Ah ja, er sitzt im Turm. Ich habe ihn getroffen. Sehr guter Treffer. Sehr guter Treffer. Oh mein Gott, ey. Oh, Vorsicht, Rakete aus Westen, aber nicht auf uns, sondern auf die anderen Gegner. Es sind zwei Einzelspieler und ein Team. Ich gehe drauf auf den Einzelspieler. Also du meinst das Wort, was du gerade eben gesagt hast, oh mein Gott. Für Gruppe, das ist kein englisches Wort. Ich glaube nicht, dass das ein englisches Wort ist, oder? Lass uns mal durchgehen. Ich kann auch was fallen lassen. Du hast den einen geworfen. Ich hab viel Schaden bekommen. Der läuft im Südwesten, runter, vorm Tunnel. Weißt du, wo der letzte Einzelspieler ist? In Tomato. Oh, verdammte Kacke. Ich hab was weggeschmissen. Na, den Eigennamen darfst du ja sagen. Okay. Ich hab den letzten Einzelspieler getroffen. Tomato Town und Tomato ist ja die Abkürzung für Tomato Town. Gemacht. Der andere läuft in Tomato Town rein, dann nehme ich meine Schrotflinte wieder. Oh. Puh. Die Schüsse sind auf dem Punkt. Lass uns drauf gehen. Ja, sie sind dahinter, mit dem Zaun. Komm, lass uns drauf gehen. Oh, da sind die beiden. Ich gehe nach unten. Ich geh wieder nach oben. Oben. Bei der Tomate. Ups. Die Zone. Ich hab den einen. Was ist der andere? Ich krieg den anderen. Hab ihn. Sehr schön. Wir haben es geschafft, hurra! Wir haben den Sieg nach Hause geholt! Wie viele Kills? Nein! Ich kann nichts wegwerfen! Okay, ich habe 7. Sehr schöne Runde, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr so was sehen wollt, dann lasst unbedingt ein Like auf das Video da. Würde mich mega freuen, wenn wir so wieder 2000 Likes auf das Video packen würden.
Wir dürfen ja jetzt wieder englische Wörter sagen, also Leute, smasht den Like-Button. Sehr, sehr coole Runde. Schaut doch unbedingt bei Fix vorbei, unten in der Videobeschreibung verlinkt und in der Endcard kommt ihr jetzt direkt zu dem Video von Fix. Da haben wir das Ganze auch nochmal aufgenommen. Mal gucken, ob wir auch die Runde gewinnen werden. Also Leute, schaut rüber und findet es heraus. Und ja, schreibt uns eure Ideen sonst auch gerne mal, ob wir noch ähnliche Challenges machen sollen. Schreibt uns gerne eure Ideen in die Kommentare und wie ihr dieses Format hier findet. Damit dann, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!